Ruhe kennt dieser Mann nicht. Karl-Heinz Meyer, ein Unikat, Kopf und Seele eines ganz besonderen Betriebs auf dem Land in Quarnheim, mitten in Niedersachsen. Meyer leitet ein Kino und die anliegende Kneipe. Das ist hier Kino 1, Mockingjay, 7 Euro. Das ist der Bond, läuft in Kino 2, 8 Euro. Euro teurer. Mockingjay ist in 2D. Ja. Damit ist Quarnheim mit seinen gut 400 Einwohnern der kleinste Kinoort in Deutschland. Zusammen bezahlen? Ja. 16 Euro. Ja. Die Einrichtung, noch original aus den 50er Jahren, geballte Nostalgie wie das Kassenhäuschen. Diese Kinokasse ist die älteste in Niedersachsen, da passt einfach kein Computer rein. Das ist ganz einfach. Und Rollenkarten, das ist halt Kult in diesem Kiosk, weiß jeder. Die finden es toll, die Leute. Und von Abwicklung her geht es eigentlich viel schneller. Die Leute können viel eher in ihr Kino. Und bei uns heißt es immer freie Platzwahl. Das funktioniert. Familie und Freunde helfen mit. Die Lichtburg, ein Unternehmen, das nur gemeinsam läuft. Heute reißt Michael Kollatz die Karten ab. Einmal in die rechte Jackentasche greifen. Jawohl, machen wir doch gerne. Halt. Tut er wieder was rein? Jo, danke dir. Jeder kennt dieses Kino. Als kleinsten Kinoort Deutschlands ist Quarnheim hier im Umfeld also absolut bekannt. Seit mehr als 50 Jahren verkauft Cineast Meyer Bier- und Rollkinokarten. Immer mit einem Ohr für die Gäste. Also, wollt ihr fahren? Ja, der läuft den Bosen heute. Der läuft den Bosen. Ja, alles klar. 20 Uhr, das passt alles. Nein. Die Kneipengäste sind versorgt. Nun ruft das Kino. Beziehungsweise die Kinosäle. Denn Quarnheim hat gleich zwei mit insgesamt 270 Plätzen. Heute locken die Tribute von Panem. Mal Action, mal Klassiker, mal Kultur. Die Mischung bringt Zuschauer und so den Erfolg. 1952 hat Meyer Senior den Tanzsaal zu einem festen Kino umfunktioniert. Sohn Karl-Heinz war sofort Feuer und Flamme und die treibende Kraft. Seine Sammelleidenschaft ist an jeder Ecke zu sehen. Das ist Kino, das ist Begeisterung und das fängt ja an, ja. Mit den Senioren etwas für die Senioren, ob das die Sissi ist, Hans Albers ist, Peter Alexander, hier stehen dann die Rentner vor bei Seniorenvorstellungen und sagen, ach, was ist das schön. Und das Highlight ist eigentlich für mich und die Familie, das ist hier die Kussecke. Und da bleiben auch die meisten Leute stehen, weil das sind die schönsten Küsse der Filmgeschichte. Mit ein wenig Stolz hat der 65-Jährige auch der Prominenz, die er über die Jahre kennengelernt hat, einen kleinen Part des privaten Filmmuseums gewidmet. Der goldene Vorhang. Der traditionelle Kinogong und moderne Technik. Meyer muss investieren und mit der Zeit gehen. Viele Mitstreiter in der Provinz haben das nicht überlebt. Wir haben eigentlich immer gekämpft. Wir haben gegen Videos gekämpft, gegen viele Sendungen, Fernsehen, Privatfernsehen, alles Mögliche. Und Kino hat alles überlebt, weil Kino hat Qualität. Kinoerlebnis ist ganz was anderes. 2 Stunden raus, lachen, weinen, 2 Stunden abschalten von zu Hause, von all dem Krawall, egal, zu Hause, in der Firma oder was weiß ich. Richtig Kino erleben und dann nach Hause fahren, sagen, es war ein schöner Abend, das ist wichtig. Die Lichtburg ist auch der Treffpunkt in Quarnheim. Hier gibt es keine Post, keinen Supermarkt, keine Schule. Nur eine freiwillige Feuerwehr und eben das Kino. Gerade für die Jüngeren ist die Kinokneipe der kulturelle Fixpunkt. Hier ist ja sonst nicht wirklich viel und hier treffen sich auch viele andere Leute. Also hier kommen eigentlich alle Klassen hin, und also alle Altersklassen. Und alle kommen miteinander klar und harmonieren miteinander. Und das ist eigentlich relativ schön hier, ja. Meyer hat die Gaststätte vor allem für die Jugend eingerichtet. Dart und Billard. Und egal, was los ist, er bleibt gelassen. Und ich hätte gerne noch ein großes Alter, bitte. Okay. Ja, ist gut, okay. Es ist alles so ein bisschen menschlich. Es ist nicht so groß gewachsen, ne? Also wie die anderen Kinos hier im Umkreis oder so. Es ist einfach noch so ein bisschen familiär, dieser Betrieb. Und ja, wir kommen hier einfach gerne hin, weil hier so eine gute Atmosphäre ist. Das ist auch das Werk von Irmtraut Meyer. Das Kino überlässt sie ihrem Mann. Sie kümmert sich um die Küche. Und auch hier verlangen die Gäste Bewährtes. Kotelett mit Kartoffelsalat, perfektioniert. Das machen wir schon seit 50 Jahren. Oder noch länger. Schwiegereltern schon.
Ne? Und das habe ich dann auch so übernommen. Nach 50 Jahren macht das immer noch Spaß. Immer die gleiche Richtung. Nichts, nie anders. So, das sind sie. So, ja. Okay, mit Salat? Ich nehme mit Salat. Dankeschön. So, bitteschön. Alles läuft Hand in Hand. Große Absprachen brauchen die Meyers nicht. Ebenso wenig wie große Ruhepausen. Auch Urlaub machen wir auch. 8 Tage im Jahr nehmen wir uns, ja. Ansonsten ist, ja, haben wir keinen Ruhetag. Hier geht es immer ab. Jetzt spät manchmal. Wir stehen jeden Morgen um 8 Uhr auf. Egal, Wochenende kommen wir auf 3, halb 4 wird es manchmal. Ist einfach so. Ganz einfach gesagt, selbstständig heißt selbst und ständig. Das muss man wissen als Unternehmer. Man ist immer gefordert. Ein paar Stunden Schlaf, die gönnen sich die Meyers aber dann doch. Der nächste Morgen, 40 Kilometer sind es von der nächstgelegenen Metropole Osnabrück bis zur Kinobauernschaft. Ein niedersächsisches Musterdorf mit roten Backsteinbauten und wesentlich mehr tierischen als menschlichen Einwohnern. Einer der bekanntesten ist Karl-Heinz Meyer, von allen nur Fuchs genannt. Selbst das FU im Autoschild steht für seinen Spitznamen. Mein Vater wollte immer gern, dass seine Kinder gut rechnen können. So musste ich früher immer zusammenrechnen. Wenn ein Gast bezahlen musste, sagt er, der Gast hat 8 Bier bezahlt gehabt, 35 Pfennig, was macht das? 2,80 Mark, ganz einfach. Und da war der, der die Spitznamen verteilt im Ort. Weil der Vater, der hat dann mir den Namen Fuchs gegeben. Ich wollte den erst gar nicht annehmen. Aber als ich dann hörte, dass der Gastwirt im Nachbarort Piesel heißt, den fand ich furchtbar, wollte ich lieber der Fuchs sein. Und mittlerweile sagen alle Fuchs zu mir und die, selbst die wenigsten wissen, dass ich Karl-Heinz Meyer heiße. Und so macht sich der Fuchs auf zur cineastischen Werbetour. Allein am Dümmer, Niedersachsens zweitgrößtem Binnensee, bestückt er mehrere Schaukästen mit dem neuesten Filmangebot. Denn Erfolg hat er nicht nur durch seine Arbeit zu Hause. Meyer besucht Messen, reist nach Hamburg, Berlin, München, informiert sich dort über das Neueste auf dem Markt. Klappern gehört zum Handwerk, ganz einfach. Und wie gesagt, es gibt gerade in dieser jetzigen Zeit sind viele am Dümmer. Ja, und es ist kalt und Kinobesuch ist was Wunderbares. Bei dem Wetter abends schön ins warme Kino gehen und hinterher noch ein Trinken, Glühwein oder was, ist doch wunderbar im Winter. Ist doch herrlich. Ich quäl mich, denk mal so mit rum. Die wollen Sie auch nicht haben? Nein. Guten Tag. Nein. Hallo. Hallo, ich mag das ja gerne. Einmal die Koteletts. Immer frische Koteletts, das ist das Geheimnis. Deshalb schmecken sie auch so gut, dass sie dann so angehen. Keine eingefroren und sowas. Sonst gibt es nur Fisch. So, Dankeschön. Seit 50 Jahren vom gleichen Fleischer. Der Fuchs ist Sprecher der norddeutschen Kinobetreiber. In der Funktion hat er einen großen Kampf zu bestehen gegen den Giganten Disney. Der wollte anstatt der üblichen knapp 48% satte 53% von jeder verkauften Eintrittskarte. Das wäre der Tod vor allem für die kleinen Kinos gewesen. Nun haben sie sich geeinigt. Disney ist von den hohen Forderungen abgerückt und Star Wars-Fan Meyer zeigt das Erwachen der Macht. Ja, ich war in München im Namen der Norddeutschen und wir haben dann Verhandlungen gehabt mit Disney und sie sind Gott sei Dank zu einer Einigung gekommen. Zum Wohle der kleinen Kinobetreiber im Norden, die noch aufrecht stehen, haben wir eine Einigung gefunden, über die wir alle glücklich sind, Disney und auch wir. Aber wir wollen diesen großartigen Film ja unseren Kunden nicht vorenthalten. Details verraten will er nicht. Doch heute ist erst einmal Bond-Tag, James-Bond-Tag. Da nimmt sogar die Chefin persönlich Platz an der Kasse, denn ihr Mann ist beschäftigt. Er kümmert sich um einen weiteren Teil echter Filmgeschichte. Den kann und will er seinen Gästen nicht vorenthalten. Ich liebe diese Filmplakate, die sind schöner als die heutigen. Nichts gegen den Hauptdarsteller, aber es ist einfach plakatmäßig. Der Connery hatte schon was, das ist schon toll, ja. Sind auch äußerst selten. Es gibt sie kaum noch, aber ich habe alle. Natürlich, der Fuchs hat sie alle. James Bond in echten französischen Kinosesseln aus den 70ern. Zweimal Moneypenny und einmal Bond. James Bond. Das hat Stil. Und das erkennen heute sogar Gäste aus Übersee. Wie Tom Flatberg aus Kalifornien, der seinen Sohn besucht. Kann ich das nicht glauben? Wir sind hier.
Ja, James Bond, der Astronaut und in Quernheim. Ja, ja. Warum können Sie das nicht glauben? Es ist so klein und Quernheim ist so klein. Dann habe ich gesagt zu meinem Sohn, ich glaube das nicht. Es ist unmöglich. James Bond ist in Quernheim heute Abend. Aber es ist. Ja, so it's kind of special, we would say. Very special. Very special ist auch die neue Technik. Mehrere 10.000 Euro musste der Fuchs investieren. Digital mit 3D sind seine Kinoseele nun ausgestattet. Keine Filmrolle mehr, alles auf Festplatte. Und die wird genau eine halbe Stunde vor Beginn der Vorpremiere durch den Verleiher freigeschaltet. Um 19.30 Uhr freigeschaltet, 20 Uhr fangen wir an. Das moderne Technik heute ist alles auf dem Server drauf. Vorprogramm, Technik, selbst der Ton, wenn der Vorhang aufgeht, alles computergesteuert. War auch immer schön mit den 35 mm Celluloid. Aber das gibt es auch bei uns im Open-Air-Kino im Sommer. Da haben wir es als Vorprogramm. Immer noch im Vorfilm. Richtig 35 mm knattern die Maschinen und die Leute finden es toll. Die klatschen hinterher immer, weil es sowas gar nicht mehr gibt. Aber das ist halt Quernheim. Das ist was Besonderes. Der Film läuft. Die Technik ist stabil. Zeit für ein paar Minuten Ruhe. Ja, die ist aus dem Jahr 1962, geht auch nur mit D-Mark, das ist das Besondere. Und das nicht nur mein ganzes Leben, sondern ich bin ja hier aufgewachsen mit der Musik, mit den Beatles, mit den Stones. Die Musik hat mich immer begleitet. Westernhagen, Grönemeyer, alles bis heute. Und da an dem Ding hänge ich besonders, ist die normal schwarzen Scheiben, die haben einen tollen Sound. Na, schön, einfach schön. Herr Mayer, tschüss. Tschüss, vielen Dank. Nach der Vorstellung. Jeder Gast wird persönlich verabschiedet. Wie war's denn? Ja, gut. Das ist ein Gesamtunternehmen. Das eine kann nicht ohne dem anderen. Ohne die Gaststätte wird das Kino nicht gehen. Und ohne das Kino wird die Gaststätte nicht gehen. Also die schon gar nicht. Die Dorfgaststätten, die haben es sehr schwer. Das wissen wir. Und das ist eben hier die berühmte Ausnahme, so ein kleiner Ort. Und natürlich. Diese Gaststätte funktioniert halt. So, liebe Sparmitglieder, ich heiße euch herzlich willkommen im ältesten Sparclub im ganzen Kreis Diepholz. Und das Singen ist das Pflichtprogramm bei uns, das wisst ihr. Unsere Nationalhymne, das muss ein Stück vom Himmel sein. Zwei, drei. Der Präsident des Clubs, natürlich Sparfuchs Karl-Heinz Mayer. Dann stimmt ein. Unser Quernheim, unser Quernheim. Alle Feste und Versammlungen des Dorfes finden hier im Saal statt. Geburtstage, Firmenfeiern. Mayer weiß ganz genau, wie er die Leute in seinen Bann zieht und dabei gut verdienen kann. Das ist ein Glücksfall. Eigentlich ist das Ganze ein Glücksfall. Eigentlich ist diese ganze Gaststätte ein Glücksfall für diesen Ort und für die ganze Gegend. Zumindest kulturell muss man es so sehen. Anziehungspunkt für die Leute des Ortes und Anziehungspunkt für viele aus der Region. Es muss nicht immer die Großstadt sein. Die Qualität gibt es auch manchmal auf dem Land. Und das ist das Parken umsonst. Ein Kino- und Gastwirt mit dem richtigen Riecher. Ja. Der Fuchs. Er wird weiterhin vorwärtsgerichtet dem Zeitgeist trotzen. So. Auch wenn da viele Leute immer vorstehen und sagen, aber stimmt hier nicht. Nein, es ist richtig, das gehört so. Moin, das sieht ja schon wieder lecker aus.
Stefan Wilms hat seine Kneipe Erikas Eck beinahe Tag und Nacht geöffnet. Bis auf 3 Stunden am Nachmittag. Jetzt ist es 6 Uhr am Morgen. Die ganze Nacht werden warme Gerichte serviert und belegte Brötchen. Moin. Moin, Stefan. In der Küche hat Koch Timmy das Sagen. Und, wie ist gelaufen? Erzähl. Nacht ruhig, wie immer. Ganz normal in der Woche. Ne? Zum Wochenende wird wieder verrückter. War es wieder anschärfen? War wieder anschärfen, ja. Und sauber machen, weil wir so viel Wert darauf legen. Ne? Ja. Gut, Stefan, ich mach mit dem vom Acker, ne? Jo. Morgen wieder früh. Wünsche ich was. Weißt du? Ne? Schlaf schön. Ja, und lass die Mädels in Ruhe. Dito. Erikas Eck ist eine alte Schlachterkneipe mitten im Schanzenviertel. Stefan, hast du noch mal 2 Minuten, bitte? Jo, ich komme. Guido ist Schlachter und Stammgast. Ja, du Kartonschlachter. Moment, Moment. Für dich immer noch Fleischveredler. Fleischdesigner. Designer, hast du vollkommen recht. Na, früher ist das zwar schon Realität, oder nicht? Wenn das mal so nimmt. Hier wurde früher sehr viel geschlachtet und die Leute waren teilweise schon um 19 Uhr wirklich granatenvoll. Na, dann sind sie hier rein und damit sie erst mal warm werden, gab es einen Kaffee und einen Weinbrand. So vielleicht auch noch einen zweiten. Ja, dann sind sie wieder zur Arbeit und dann, wenn sie dann mit der Arbeit so weit durch waren, das war dann Richtung 10, 11 morgens, dann sind sie nochmal hierher, nochmal ein Absacker, machen mal ein bisschen böse, der Absacker dann. Alkohol ist bei der Arbeit heute verboten. Hier wird im Grunde nur noch zerlegt. Es kommen halbe Tiere an, die werden zerlegt und veredelt. Ja. Und die ganz alte Schlachtung von früher leider nicht mehr. Trotzdem, in Erikas Eck ist die Zeit stehen geblieben. Fantastisch. Es darf sich hier auch nichts verändern, weil die Leute würden dann enttäuscht sein, weil die Leute kennen es einfach nur so. Das ist halt noch Kult. Seit 40 Jahren gibt es Erikas Eck hier auf dem Kiez. Damals eine von vielen Schlachterkneipen, heute eine der letzten. Ja? Denkst du bitte dran? Tschüss, schönen Feierabend. Dass wir morgen noch die große Bestellung haben. Da musst du noch drauf achten, dass wir auch Lachs genug haben. Agnieszka Brantowicz arbeitet seit 3 Jahren hier. Seit dem Sommer ist sie Geschäftsführerin. Also ich bin der praktische Teil und sie macht Theorie, also sprich die Bücher. Und von Kasse zählen, machen, tun. Also da lassen sie mich. Na? Also für Rumnörgeln bin ich zuständig. Für Meckern. Gut, ich muss jetzt den Mund halten. Doch, das kann ich am besten. Rumnörgeln und meckern. Oder sie trauen sich jetzt natürlich alle nicht zu sagen, ist ja wohl klar. Ums Personal muss sich Stefan Wilms nicht mehr kümmern. So. Sein Augenmerk ist auf die Vorratskammer gerichtet. Ketchup. 2, 4, 6, 8, 10. Na, einmal. Hier in der Küche werden täglich über 100 Schnitzel, zentnerweise Kartoffeln und ganze Paletten mit Eiern verarbeitet. Die Zutaten bekommt Stefan Wilms um die Ecke im ehemaligen Schlachthof. Na mal besser, bringst wieder Fleisch. Moin Stefan, jo. Hi. Alles gut bei dir? Ich guck mir hier noch mal rüber bei euch. Ist in Ordnung, ciao, ciao. Auch wenn heute keine Schweine und Rinder mehr auf dem Gelände herumlaufen, ist der Hamburger Fleischgroßmarkt mit seinen 4000 Mitarbeitern europaweit einer der größten Handelsorte für Wurst und Fleisch und allem, was in den Küchen gebraucht wird. Und dann geht das weiter ins Paniermehl. Gelernt habe ich 2 Berufe. Das war einmal Heizungsbau. So, da habe ich nachher nur noch Einfamilienhäuser und so weiter gemacht. Also sprich mal eben 900 Kilo. Zwar nicht anheben in dem Sinne, aber mal ein bisschen beiseite rücken. Das hast du dann schon im Rücken gemerkt. Naja, und dann kam eigentlich der Laden Erikas Eck dazwischen, weil meine Mama hat den dann übernommen. Ja, und dann habe ich eigentlich Heizung an den Nagel gehängt und habe dann Koch gemacht. Seit 12 Jahren ist Stefan Wilms Chef in Erikas Eck. Gelernt hat er auch, nach Angeboten zu schauen. Da lässt sich ordentlich sparen. Auf Jahr gesehen, sag ich mal, kommt da bestimmt immer ein Urlaub bei raus. Den ich zwar nicht nehmen, weil selbst und ständig. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Mathematik, da fehlt es manchmal bei mir. 630. Na, nicht ganz. Insgesamt liegen 700 Brötchen auf dem Wagen für eine Sonderbestellung. Eigentlich hat Erikas Eck seit einer halben Stunde geschlossen. 14:30 Uhr, Zappenstreit. Das kenne ich nur von nachts, 2:30 Uhr.
Ein sanfter Rauswurf. Immer wieder gerne hier, also mittlerweile auch zu jeder Tag- und Nachtzeit, ob das jetzt mittags ist für den Mittagstisch oder auch am Wochenende nach so einem Konzert zum Beispiel, ist das mittlerweile ein Pflichtgang hierher. Aber ich erwische mich auch selber, wenn ich mal auf Piste gehe, wo lande ich hier im Laden. Ist so. Vor 3 Jahren stand Erikas Eck auf der Kippe. Stefan Wilms führte den Laden alleine, war verschuldet und überarbeitet. Dann machte sein Herz schlupf. Stefan wurde krank, ist kurzfristig ins Krankenhaus gekommen. Bin ich dann sozusagen in kaltes Wasser gesprungen. Und dann musste ich das Ganze so vom Gastronomie, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, und so kam ich dann rein. Erstmal für 2 Wochen. Ja. Dann nochmal für 2 Wochen. Alleine kannst du so einen Laden auch nicht wuppen. Und ich habe meinen Part gefunden. Also mit Agnieszka klappt das wunderbar. Seit die gebürtige Polin dabei ist, wurden die Schulden beglichen, das Personal ergänzt und eine neue Küche eingebaut. Erikas Eck ist solide aufgestellt, wird Stefan Wilms wieder fit und es gibt jede Menge Arbeit. Zum Beispiel die Sonderbestellung für eine Trauerfeier. 700 Brötchen sollen in 2 Stunden abholbereit belegt sein. Akkordarbeit für das eingespielte Team. Ja, 700 Brötchen. Bis 1000 Brötchen sind wir eigentlich geeicht. Nur durch die neue Küche, das muss ich auch erstmal alles einspielen. Und naja, da das heute ein bisschen später ist, kann ich auch vorne den Bereich nicht mitnehmen. Das hätte ich gesagt, werde ich da auch ein paar. Müssen wir auf kleinsten Raum hier jetzt arbeiten. Muss klappen. Aber der Stress verbindet auch. Christoph, hier vor, bevor deine Tochter da war, ist die Flugsicherheit oder irgendwas? Hast du mit ja, mir Pennen. Zug, Pennen war das. Du hast mir mal erzählt, dass du sagst, normalerweise halte ich nicht länger als 2 Jahre. Ja, ich wollte, hab hier auch schon ganz oft gekündigt. So insgeheim, ne? Oh, ich kündige. Inzwischen arbeitet Kerstin seit 13 Jahren hier. Ja, ohne geht nicht mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann würde ich, glaube ich, in mein Kopfkissen weinen. Infiziert, ja. Sozusagen. Was? Infiziert. Ja. Die Brötchen wären geschafft. Wirt Stefan Wilms beschäftigt 23 feste und freie Mitarbeiter. 3 Schichten gibt es, Vormittag, Abend und in der Nacht. Ebenso 3 Mannschaften. So, dann wollen wir mal unser Schmuckkästchen hier ein bisschen nett machen. Jetzt fängt das Abendgeschäft an. Und das ist ein bisschen, ja, vornehm kann ich nicht sagen, aber es ist ein bisschen gediegener als nachts. Klaus ist der Abendkellner. Unter seiner Regie verwandelt sich der Imbiss in ein gemütlich beleuchtetes Lokal. Das sieht alles schick aus, ihr Lieben. Wollen wir? Ja, die Tür auf. Wollt ihr zu uns? Ja, dann gucken wir mal, ob wir ein Plätzchen finden. Dann kommt mal rein. Hallo. 17 Uhr. Hier sind die Gäste pünktlich. Hier vorne bitte. Wieder mal ausgebucht. Setzt euch mal an den. Nein, leider nicht. Bis 7:15. Wir sind leider. Keine Viertelstunde und der Laden hat sich gefüllt. Jetzt muss der Service funktionieren. Erikas Eck ist bekannt für tellergroße Schnitzel, Wiener, Jäger und Zigeunerschnitzel. Manche bestellen gleich 2 auf einmal. Schnitzel essen gibt es eigentlich für mich nur 1, Erikas Eck. Weil die Schnitzel sind einzigartig. Es gibt in Hamburg keine Variation, was eigentlich die Schnitzel hier betrifft. Die Stimmung im Team ist blendend. Die Anerkennung groß für Timmy, den Koch. Eigentlich ist er für die Nachtschicht zuständig. Doch an diesem Abend springt er für einen erkrankten Kollegen ein und steht früher als sonst am Herd. Im Hochbetrieb gehen schon mal 120 Essen pro Schicht raus. Bratkartoffeln mit Schnitzel oder Steak, Würstchen oder Sauerfleisch. Jetzt ein großes. Ja, bitte. Wir sind ein Dreamteam, schwärmt Timmy. Vor 6 Jahren ist er durch Zufall auf Erikas Eck gestoßen. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich arbeitslos, aber nur kurz für eine Woche. Ich hatte woanders aufgehört. Und wenn mir irgendwo was nicht passt, dann höre ich auf, dann nehme ich die Schürze, gebe dem Chef in die Hand und dann bin ich weg. Interessiert mich nicht so. Und dann saß ich in der Badewanne, habe einen Kicker gelesen, mir einen angetrunken und die Stellenanzeigen nebenbei. So war es wirklich. Und dann war ich nachts um 2 oder 3 hier, habe mich vorgestellt und bin am nächsten Tag angefangen. Ich will gar nicht mehr weg.
Vorne im Gastraum steigt mit dem Pegel die Glückseligkeit. Ich war vor 35 Jahren das letzte Mal hier, war Taxifahrer in Hamburg. So ein Feeling. Ich habe hier jeden Morgen um 6 Uhr gesessen. Jeden Morgen um 6 Uhr gesessen. Und komme hierher und die gleiche Freude wie vor 35 Jahren. Es ist so. Legendär ist Erikas Eck auch wegen der belegten Brötchen. Bitte eins mit Ei und Krabbe. Neben dem Krawattenträger stehen hier für Brötchen auch der Punk oder der Professor an, der Kiezgänger oder Notarzt. Erikas Eck vereint sie alle, die leisen Kneipengänger und die schillernden, quer durch alle Schichten und Branchen. Geiler Abend. Schön, dass du da warst, Jim. Zu fortgeschrittener Stunde wird die Arbeit hinterm Tresen zur Herausforderung. Und zwar viermal. Wir bezahlen mit vier. Viermal. Viermal. Vier große oder kleine? Wir bezahlen vier Bier für vier Stück. Sechs. Okay, ich nee, vier. Nee. Damit können die Mädchen sehr gut umgehen. Und ich sag mal, wenn der ein oder andere ein bisschen zu viel getankt haben sollte, sag ich mal, das kann eine Frau viel besser regeln als ein Mann. Je mehr Alkohol fließt, desto mehr wird offenbar gegessen. In der Küche herrscht auch um 3 Uhr noch Hochbetrieb. So, ihr Lieben, tschüss zusammen. Angenehme Schicht, schafft Kohle ran, Chef braucht Geld. Seid fleißig, Papa geht nach Hause. So richtig gehört. Tschüss. Tschüss, Klaus. Inzwischen steht Koch Timmy seit 10 Stunden am Herd. Regelmäßig am Wochenende kommt er für 2 bis 3 Nächte zur Arbeit in Erikas Eck. Viel Geld verdient, meine Frau gearbeitet, nebenbei ich. Frau ist weg, tiefer Absturz und heute bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden. Und ich will es auch nicht anders machen. Ne? Kann nur eine Hose anziehen und nur 20 Zigaretten rauchen. Also was soll ich mit mehr Geld? Will ich nicht mehr haben. Ich bin glücklich und zufrieden. Die Spuren der Nacht sind bei allen unübersehbar. Langsam schwächeln auch die ausdauerndsten Nachtschwärmer. So würde ich jetzt sagen, CC Top. Ja, aber da ist der Bart noch nicht lange genug. Ja. Miele, der Mann mit Bart und Melone, kommt schon sein halbes Leben hierher. Für mich ist das ein Stück zu Hause, auch wenn sich das komisch anhört. Ich komme hier schon ein paar Tage länger. Das hier ist eigentlich der Stammtisch. Heute sitzen die Kutscher da üblicherweise. Früher haben die Schlachter da gesessen. Und die sind längst abgelöst von den Nachtschwärmern. Das ist einfach eine alte deutsche Kneipe. Und das ist schön, dass es sowas noch gibt. Das wird immer seltener. Und auch in Richtung St. Pauli wird es immer weniger. Das wird alles schick an Cocktails und hast du nicht gesehen. Wenn der Morgen naht und es langsam ruhiger wird, dann hat auch das Team mal einen Moment Zeit für eine kurze Pause samt Manöverkritik. Na, wie war's? Anstrengend. Chaotisch. Habe ich was vergessen? Die Bratkartoffeln waren um 5:30 für 60 Leute fertig. Und dann halt die mal heiß bis. Ja, die Ware leidet natürlich. Ich kann ja dann nicht verlangen, dass du alles nochmal neu machst. Schaffst du zeitlich nicht und wer soll das bezahlen? Ein bisschen Verlust ist immer, sagt Stefan Wilms und staunt selbst, dass aus Erikas Eck, der alten Schlachterkneipe, eine Kultkneipe geworden ist. Ganz am Anfang wusste ich nicht, was für eine Perle ich hier habe. Ich habe einfach gearbeitet und mittlerweile auch durch Internet und so die ganzen Feedbacks, die man von den Leuten so kriegt, das ist schon irre. Und deswegen den Laden, nee, den würde ich nie wieder aufgeben, so lange wie ich kann. Am frühen Morgen, wenn alle weg sind, einmal schnell Grund reinigen, bevor der nächste Ansturm auf die Frühstücksbrötchen kommt. Warm gehalten wird hier alles auf dem alten Herd. Den hat Opa Paulsen eingebaut vor 100 Jahren in den Gasthof Oldenwörden. Mittags Punkt 12 ist Elsbe Paulsen mit ihren Stammgästen. Seit 32 Jahren ist sie die Chefin. Jeder hat doch so Träume. Und für mich war das immer so, dass ich das hier mal übernehme von meinen Eltern. Und das habe ich auch gemacht. Und das war auch richtig. Aber wie gesagt, wenn man da nicht richtig Herzblut reinlegt, dann kann man das vergessen. Das musst du.
du musst viel Zeit investieren und hast selber wenig Freizeit. Und wenn du das nicht willst, dann hat es keinen Zweck. Ganz einfach nicht. Nachher kommen Gäste Mehlbüdel essen, ein Dithmarscher Traditionsgericht. Elsbes Tochter Nele ist gelernte Hotelfachfrau. Seit ein paar Jahren arbeitet sie für ihre Mutter. Natürlich ist es schwierig. Also gerade als Tochter von einer Mutter, die ein Hotel hat, die erwartet viel. Also sehr viel, am Anfang sehr, sehr viel. Aber man lernt es irgendwann. Ist nicht mehr. Man kann dann auch irgendwann sagen, so, jetzt sag ich das und dann wird das so gemacht und dann sieht sie es auch ein. Also irgendwann muss ich es ja einsehen, dann werde ich es übernehmen. Bin ich mal gespannt, ob sie mit 80 hier noch am Tresen sitzt und mir sagen möchte, was sie zu tun, was ich zu tun und zu lassen habe. Die Schatzkammer der Wirtschaft. Morgen werden hier 250 Dithmarscher ihren Traditionsball feiern. Dabei wäre vor ein paar Jahren fast Schluss gewesen mit Lustig, der Festsaal noch aus den 60ern. Ich habe ja 2009 meinen ganzen Laden renoviert und restauriert für über 800.000 Euro. Weil, da war so ein bisschen Investitionsstau und das gab nur zwei Möglichkeiten, entweder Hü oder Hort. Und ich habe mich also für Hü entschieden und das war auch die richtige Entscheidung. Schlag 12 gibt es bei der Marschenwirtin Mittagstisch für 8 Euro, abends à la carte. Christian Grote ist Elsbes Chefkoch. Als Hesse musste er sich an den Mehlbüdel, einen salzigen Mehlkloß, erst gewöhnen. Wir hoffen alle, dass noch was überbleibt. Doch, isst man nicht so oft, gerade jetzt zu der Zeit. Und deswegen ist es ganz schön. Ist sehr lecker. Einmal in der Woche ist Knobelabend am Rundtresen. Fast immer kommen 9 Knobelbrüder. Gewürfelt wird um Getränke. Oh. Oh. Seit der Trennung von ihrem Mann arbeiten bei Elsbe überwiegend Frauen. Dann bleiben die Männer länger, sagt sie. Hallo Philipp, ich bin's, Annika. Ich wollte nur Bescheid sagen, hier ist schon ganz schön was los. Okay, bis gleich. Tschüss. Hier fällt noch auf, wenn einer fehlt. Das nur, weil wir alle eine schwere Kindheit hatten. Philipp wohnt um die Ecke. Er ist fast jeden Tag in der Wirtschaft, oft bis weit nach Mitternacht. Und das, obwohl er als Schlachter immer früh hoch muss. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Nele und Elsbe wohnen oben in der Wirtschaft. Ihre Privaträume sind tabu für die Gäste. Trotzdem fühlen die sich bei Elsbe wie zu Hause. Nein, das Witzige ist eigentlich auch, dass wir alle so unterschiedliche Leute sind. So, einer ist Rentner, einer arbeitet für die Pferde, Philipp ist Schlachter, Sönke ist beim Deich- und Hauptwildverband, Udo ist bei Wischei, Ralf ist auch so, was bist du eigentlich? Ach, er behauptet, er wäre Elektroniker. Nein! Achso, nee. Was denn? Ich bin dein Bruder. Achso! Ja, auch noch. Job, auch noch crazy. Neles zwei Schwestern wollten die Wirtschaft nicht übernehmen. Für sie, die Jüngste, war das schon als kleines Mädchen klar. Ich fuchse mich da immer mehr rein. Am Anfang konnte ich es noch gar nicht, wie man es erwarten soll. Aber jetzt so langsam komme ich immer mehr rein, doch. Muss halt noch viel gucken. Das ist ganz gut, wenn man dann von der Perspektive hier alles sieht. Ich fange an, ich habe verloren. Einmal. Egal wie lang der Abend wird, als Wirtin muss Elsbe immer bis zum Schluss aushalten. Ihr Wachmacher? Das Geschenk der Knobelrunde zu ihrem 50. Eine alte, wieder aufgemöbelte Musikbox. Ja, war ich auch noch nicht. Mabiger ist auch gut. This is the story of my baker. He just came from old Chicago. 3,31. Max 4. Ja, das tut er nicht. Ja, hier kommt noch einer. Minibar. Bis 2 Uhr hat Elsbe gestern noch geknobelt. Emma ist ein bisschen wie Frauchen. Wenn die was sagt, dann wird das gemacht.
sofort. Für Chefkoch Christian war Opa Paulsens Herd neben dem Mehlbüdel die zweite große Herausforderung. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, aber mittlerweile möchte ich ihn nicht missen. Für 100, 150 Personen ist das optimal. Stelle ich nachmittags um 2 die Suppe drauf und abends um 6 ist er heiß. Brauche nur ab und zu mal durchrühren. 2.300 Euro Vorkasse. Ja, das ist der Korn, ne? Alles Getränke für den traditionellen Casinoball. Hier, erstmal 5 Karton Kosakenkaffee, ne? Das ist ja hier so ein Kultgetränk bei uns, damit die auch alle schön wach bleiben auf dem Ball. Das gab das früher schon immer und das ist auf dem Casinoball, ja, ich denke, ich will hoffen, dass die Kartons alle werden, ne? Im Winter kommen wenig Hotelgäste ins Tausendseelendorf Wörden. Dann drücken die Schulden noch mehr. Vor ein paar Jahren waren die 16 Hotelzimmer noch gelb gestrichen. Braune Möbel aus den 70ern. Die Bäder, dunkle kleine Nasszellen. Sind viel offener geworden. Ja, und auch, sie hat auch viel auf diese Glastüren gebaut. Wir waren mal mit der Familie los im Urlaub und haben da diese Glastüren gesehen und sie fand sie gleich schick und dann hat sie sie gleich mit eingebaut. Ja, dass es halt alles nicht so abgetrennt wirkt, sondern wie ein offener Raum. Ein Haufen Bankschulden, bald Chefin einer Wirtschaft auf dem platten Land, dazu gehört Mut. Ich hätte es auch nicht gewollt, wenn irgendjemand anders das irgendwann übernommen hätte und es nicht mehr im Familienbesitz wäre. Weil das wäre komisch, wenn sie so, sie hat so viel Arbeit reingesteckt, so viel Geld. Einen großen Respekt vor der Leistung, die sie gebracht hat. Früher gab es hier 8 Kneipen. Jetzt wirtschaftet Elsbe allein in Wörden. Vor Mittagessen schnell noch ein Sprung zu Doris. Mann, ich mach keinen Quatsch. Moin. Doris wirbt für Elsbe. Die wenigen Geschäftsleute im Dorf halten zusammen. Ich muss ja jetzt sehen, dass ich die Leute, die zum Casinoball kommen, schon gleich auf die nächste Veranstaltung hinweise. Ne? Ja. Ohne Werbung geht gar nichts. Nee. Wir haben den größten Saal hier in Wörden. Ja. Und alle Feste werden hier gefeiert. Ja. Ab Geburtstag. Beerdigung, egal was da ist. Einzelsaal ist hier. Baby, wo wir hingehen. Und kommen wir gerne. Gerne. Schiedwetter in Wörden. Und das am großen Balltag. Nee, das interessiert keine Sau. Die wollen doch nicht mit Gummistiefeln oder so herkommen. Die wollen hier heute ordentlich feiern. Oder laufen wir ja nicht über den Acker, bevor sie hierher kommen. Nee, das ist alles gut. Die Bauern können doch nichts machen jetzt. Was sollen sie jetzt machen? Wer sitzt ich bei wem? Das da ist wichtig für den Abend. Dahin. Am Balltag arbeitet die Küche in 2 Schichten. Die Gäste kommen zum Tanzen und Trinken. Zur Stärkung gibt's die kleine Karte. Schnitzel, Beefsteak, Currywurst, Pommes. Salat, eventuell auch mal eine Suppe. Früher Abend, Soundcheck, Bella Musica aus Rendsburg. Pferdehändler Dirk sitzt heute Abend an der Kasse mit seinem Kumpel, dem Schlachter Philipp. Na Jungs, alle da? Seid ihr? Hallo. Und die Leute kommen jetzt. Ja. Ja, wollen wir sehen, was da draus fährt heute Abend. Ja. Karin, machst du mir mal ein schönes Bier, bitte? Ich hab einen Durst. Rein kommt Mann hier nur mit Krawatte. Die Schlipse haben wir hier hängen. Falls noch jemand kommen sollte, werden sie verkauft für 5 Euro das Stück. Modisch sind die nicht. Ja, darum sind sie auch zu billig. Darum kostet sie auch bloß 5 Euro oder 2 Bier. Die hatte ich ja schon in Ruhrkreuz, sagte, da habe ich ja wieder rausgeholt. Ich denke, vielleicht kann ich noch ein Geschäft machen heute. Da hinten geht Frau Hansen hin. Das macht Karin erst und die geht nachher mit nach vorne, wenn das Essen anfängt. Ja? Insgesamt 16 Aushilfen sind heute bei Elsbe im Einsatz. Nele macht die Sektbar. Also ein
noch, ist nicht so stressig. Es wird auch erst gegen Abend so ein bisschen stressig an der Sektbasis und danach geht das hier aber rund. Da hat man keine Pause mehr sozusagen. Hallo. Danke. Auf dem Land kommen die Gäste immer pünktlich. Um 20 Uhr beginnt der Tanz und die meisten wollen vorher noch was trinken. Ja, jetzt wird das aufregend. Jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, Interviews zu geben. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja? I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. 'Cause my life belongs to the other side. Behind the great ocean's waves. Das ist einfach bewundernswert, weil sofort wirklich alle aufstehen, um in der Mitte zu tanzen. Es ist, in unserem Alter sieht man das leider viel zu wenig. Viele müssen sich erst Mut antrinken, um mit einem schön zu tanzen. Und hier ist das sofort. Das bewundere ich jedes Mal. Bewundernswert auch die Türsteher, denn die sind ehrenamtlich im Einsatz. Alle schön schmucke Frauen, das sind Augenweide, kann man schön gucken. Und die meisten kennt man auch noch. Werd man noch begrüßt mit frohes neues Jahr, gibt noch Küsschen und so. Am Anfang trinken die Gäste normalerweise fässerweise Bier, weiß Elsper aus Erfahrung. Sie sind noch nicht so hinterher. Ich hab so wenig Bier eingeschenkt wie noch nie auf der Survival. Vorher. Dafür wird jetzt schon tüchtig gegessen. Jan hat Nachtschicht. Bis 3 Uhr gibt es heute warm. Ohne Krawatte gehst du nach Hause. Gabi! Gabi, ich brauch meine Hausschlüssel. Die beiden Türsteher kennen keine Gnade. 5 Euro. Billiger kommt er nicht mehr. Das Gute ist, ich sehe ja so schon gut aus. Ich hätte die Krawatte gar nicht nötig. Aber löst er nicht, Ja, das ist der Erste. Und er wollte nicht haben, die waren zu hässlich. Er sagt, ich fahre aus und alle. Ja, ich sag, geht doch. Zu später Stunde wird auf dem Ball viel Sekt und Kosakenkaffee getrunken, um sich wach zu halten. Da hat Elsbe gut geplant. Natürlich, also da kommt schon was rein. Also eine Sektbar ist immer wieder gut. Kommt immer wieder gut an. Gerade nach dem Tanzen noch mal schnell ein Sekt. Ist immer wieder gern gesehen und man sieht ja, wie voll es gerade ist. Also ist gut. Abgestimmt. 100%. Das habe ich auch keine Eintrittskarte. Meine Frau, mach nicht. Deine Frau sitzt am Tresen. Ja, wunderbar. Sie hat nicht gewartet. Ich hatte auch. Weit nach Mitternacht. Keiner der 250 Gäste ist bislang nach Haus gegangen. Alle kennen mich, ich kenne alle. Alle freuen sich, dass sie hier sein dürfen. Also mehr kann man doch nicht haben wollen für was als Gast werden. Also ich bin glücklich. Alles gut so. Der Ball ein voller Erfolg. Der Schuldenberg ein bisschen geschrumpft. Die Leute immer aufs Neue bei Laune zu halten, das hält den Laden in Schwung. Bensel und Gretes. Das ist kein Märchen. Moin, Leute. Hi. Gretti, wir haben noch Chutneys gekocht. Bensel und Gretes, das ist ein Bistro von Bruder und Schwester, Ben und Gret. Kürbis-Chutney und einmal Birnen-Chutney. Sehr schön. Haben wir noch für den Markt. Ja.
Die Hexe ist weg. Die Hexe ist weg. Deswegen haben wir ihren Job. Wir haben ihr Häuschen. Und ihr Häuschen beschlagnahmt. Vor einem Jahr haben die beiden ihr Bistro eröffnet. Wir haben auch wieder Curry gekocht. Die Grundpaste. Das heißt, wir können nächste Woche wieder Gemüsecurry anbieten. Mhm. Kokosmilch ist auch da. Gemüse bringe ich den Montag mit. Ladentisch gegen Tresen. Gret war vorher Verkäuferin in einer Boutique. Und dann eine Kneipe? Das Leben mit ihrem Bruder steckt voller Überraschungen. Dass wir das alles zusammen machen hier, war vorher gar nicht klar. Das kam irgendwann, nachdem ich den Laden angemietet habe, kam dann der Anruf bei Greti und die Frage, ob sie dabei ist. Dann hat sie kurzerhand ihren Job gekündigt und eine Woche später haben wir hier losgelegt. Ben hat Kellner gelernt in Hamburg, den Landungsbrücken im Hotel am Hafen. Er packt alles an. Also wenn irgendwie ein Gedanke da ist, ein Traum, wo andere dann vielleicht überlegen würden oder es nicht angehen würden, dann macht er es einfach. Einfach machen. Viele Freunde helfen immer mit und einfach zusammen anpacken und das machen und einfach durchziehen. Das bewundere ich auch. Also den Mut habe ich meistens nicht. Ich habe mich da mitziehen lassen und ist auch toll geworden. Ja. Was es in ihrem Bistro geben sollte, dafür gab es noch keinen Plan. Erst beim Bauen kam die Idee. Fast Food, ohne Pommes und Bratwurst. Wir wollten auch mal was haben, was so einen richtigen Sattmacher für die Männer. Wir haben es oft, dass sowieso viele Frauen herkommen und dann fragen wir, wird man denn auch richtig satt von der Suppe irgendwie? Und da haben wir gesagt, okay, dann hauen wir jetzt einen richtigen Kracher raus. Und dadurch, dass man auch noch ein bisschen wählen kann, zwischen den, ob man Fleisch haben möchte oder auch einen veganen Burrito haben wir zum Beispiel auch, ist es super. Da ist für jeden was dabei. Also wir hatten ursprünglich sogar geplant, es komplett vegetarisch, vegan zu machen. Und haben uns dann aber überlegt, dass wir zu langsam rantasten. So, die Nachfrage ist immer da, das wussten wir auch, wussten aber nicht, wie groß. So, wie viele Leute hier sich wirklich so ernähren. Und haben deswegen am Anfang immer noch so Geschichten wie ein Hähnchen, ein Bagel oder so eine ähnlichen Geschichten gehabt. Und haben einfach immer mehr vegetarisch-vegane Geschichten gemacht. Und das kam so gut an, dass wir jetzt fast ausschließlich, bis auf die Burritos eigentlich, vegan anbieten. Dankeschön. Du kommst öfter, um Burritos zu essen, oder? Ja, ab und zu. Ich komme ursprünglich aus Santa Cruz, aus Kalifornien. Und es gibt viele, ach, cool, viele Burritos da. Ja. Hast du noch eine Idee, was man noch ranmachen könnte? Könnte noch was besser sein? Ja, also diese Salsa, es heißt Pico de Gallo. Es ist scharf mit Chili auch drin. Ja, muss ich mal ausprobieren. Vielleicht kannst du mir das Rezept mal aufschreiben. Ja. Bitte schön. Dankeschön. Lass dich schmecken. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Am Brink, so heißt der kleine Platz vor dem Laden, beginnt das Studentenviertel von Rostock. Ben plant das erste Street Food Festival der Hansestadt. So. Klicke ich mal rauf. Und die ist dann öffentlich und wird auch jedem angezeigt dann. Charlotte hat es gepostet. Und da kann ich sehen, wie viele Zusagen wir haben. Das sind 1252. Oh wow. Ohne dass wir eigentlich Leute eingeladen haben. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Es gibt ja auch die Option, Leute einzuladen. Ihr seht das Verhältnis, 445. Und dann die Zusagen. Das hat ja schon richtig gut die Runde gemacht. Ja. Genau. Wahnsinn. Und da kann man dann halt auch noch mal Infos posten, was gibt's bei uns. Ja, ich bin auch selber überrascht, wie gut es eigentlich läuft. Ganz so fit wie Charlotte bin ich da definitiv nicht. Und ich nehme einfach mal an, das ist schon ziemlich viel. Also, weil wer da ja seinen Klick macht, der kommt halt auch. Und wenn ich das so sehe, dann werde ich mir nochmal Getränke nachbestellen. Also es ist wirklich krass, ne? Also die Leute haben da mega Bock drauf. Wahnsinn. Ja. Zwei Tage noch bis Erntedank. Das perfekte Datum, um gemeinsam zu essen. Schön. Bis Sonntag. Bis Sonntag, Mann. Sonntag. Ja, dann haben wir hier die Musikecke, Vogelscheuchen. Ungefähr auf Höhe von den Bänken da. Okay, Stadtbäcker weiß Bescheid.
Für einen Tag haben sie den Platz gemietet, sonst wäre es zu teuer geworden. Die Ecke davon. Elva Lied hatte gefragt, ob sie vielleicht so dicht wie möglich an ihrem Laden dran sein können. Ja, okay. Ja, dank an die Stadt. Das hätte noch mehr Kosten nach sich gezogen. So, die Auflage ist, am Sonntag aufzubauen und am Sonntag auch wieder abzubauen, was eigentlich illusorisch ist. Deshalb fangen wir jetzt mitten in der Nacht an. Eigentlich wollte Ben gar nicht nach Rostock zurück, sondern in die weite Welt. Nur mit Hund und Rucksack. Wenn da nicht die Familie wäre. Wir werden die Anhänger wahrscheinlich schon am Sonnabend hin. Okay, das geht schon, ja? Ja. Ansonsten wäre es, glaube ich, zu viel, wenn wir dann Sonntag alles machen und dann dekorieren wir schön und haben die Ruhe. Auf Selberflug fällt. Kann dir nichts sagen, was wir schön wollen. Hey, Mutti. Na? Alles gut? Bon Appetit. Aber wenn schon kein Vagabundenleben, dann wollte er wenigstens sein eigener Chef sein. Für Mama natürlich nur vom Feinsten. Ohne sich zu verschulden. Mit Hilfe von Freunden und der Familie. Er ist ziemlich spontan und er überrascht uns immer wieder mit seinen Ideen. Und am Anfang, da fallen wir manchmal beinahe um vor Schreck. Aber irgendwie bröselt sich das dann immer wieder auf. Und es wird eigentlich immer was Gutes drauf. Okay. Ein Tag noch bis zum Straßenfest. Der Kuchenstand hat abgesagt, also müssen Bens Küchenfeen zaubern. Die Blechkuchen machen wir nachher auf die weißen Tabletten, oder? Denn Kuchen muss sein zum Erntedankfest. Ach, übrigens, Leute, wir haben bei Facebook mittlerweile 1300 Zusagen. Ja. Petra Mus hat Routine seit über 30 Jahren. Kennengelernt hat Ben sie während der Umbauarbeiten für das Bistro. Ja. Vor dem Baumarkt, in dem er immer einkaufte, hatte Petra einen Imbissstand. Ja, so ungefähr war das, ne? Ja. Und ich habe mich darum gerissen, sie uns, bei uns ins Team zu bekommen. Und die hat auch über, weil sie einfach genau weiß, was zu tun ist. Und sich hier einfach unentbehrlich gemacht hat innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Im Prinzip hätte mir ja nichts besser passieren können. Nee, ist wirklich so, weil das wirklich passt in allen Fragen. Ja. Das ist jetzt so ein Biskuitteig, dann kommt eine Schicht Pudding, dann kommt eine Schicht Kekse und oben eben halt diese Schokoladenglasur rüber. Petras LPG-Kuchen, ein Rezept aus alten Zeiten. Den wird man hier in Mecklenburg-Vorpommern sicherlich auch kennen, aber eben halt wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Ne? Petra hat auch ein gutes Gespür für. Und wenn sie mit solchen Ideen kommt, dann probieren wir das einfach aus. Was von früher und was von heute. Cake Pops. Wirtschaftlich sind die Dinge eine Katastrophe. Dafür stimmt die Bilanz der veganen Schokoladentorte. Kein Ei, keine Butter und der Renner bei Bensel und Gretels. Mach mich los, Stroh holen. Ja, du weißt, wo es ist. Da ist das gleich an der Hauptstraße gleich, da findest du den Bauern, mit dem du es abgesprochen. Norbert weiß Bescheid. Norbert weiß Bescheid. Morgen muss er mich nicht verjagt mit der Heugabe. Alles klar. Gut, bis später. Der Bauer mit dem Stroh ist Petras Nachbar. Solche Netzwerke liebt Ben Pilucha. Ein besonders schönes Exemplar, ne? Ja, das ist super. Herrlich. Sind Sie direkt von den Feldern hier um die Ecke? Ja, was haben Sie denn damit vor? Verschiedenstes. Es ist hauptsächlich Deko. Aber die Leute sollen auch drauf sitzen. Das Stroh bekommt er gratis. Großartig. Den noch haben? Ja, den nehme ich noch mit. Wenn er es einigermaßen unversehrt wieder zurückbringt. Dann ordentlich Stroh vor der Hütte, ne? Sonntagmorgen, 6 Uhr. Noch schläft die Stadt. Nur Familie Pilucha und Freunde nicht. Wir werden hier so eine kleine Sitzecke aufbauen. Hier können jetzt ruhig so 10, 12 Stück hin. Dann ruhig noch da vorne hin. In 4 Stunden geht die Naschkatze los.
So haben sie das Street Food Festival genannt, falls nicht jeder mit dem englischen Namen was anfangen kann. Nein, das ist die Naschkatze, das ist die böse Grinsekatze. Vorsicht, die Finger nicht einklemmen. Um 10 soll es losgehen. So, und jetzt müssen die noch so hochgeschoben werden, bis es einrastet. Dass nicht alles glatt läuft, das sieht ihm nur einer an. Den Fuß rausziehen. Doch, ein bisschen schon. So sorgenvoll würde ich sagen, ob es was wird. Ja. Ärgerlicherweise haben heute Morgen noch 2 abgesagt. Auch nicht die feine Art. Was passiert denn kurzfristig? Da werden dann Leute krank. Und dann kommen halt ein paar Stände weniger. Ist natürlich besser für die anderen Stände. Die werden definitiv mehr Essen verkaufen. Petra ist da. Früh musste sie los heute aus ihrem Dorf. Um 4 Uhr. Ja, mit Kaffee trinken und alles. Und bis ich in Rostock bin, brauchst du eine Zeit. Na? Ja. Es ist 6 vor 10 und wir sind fertig. Und du? Du kannst losgehen. Die ersten Waffeln sind schon verkauft. Und Bier sogar auch schon. Das war, glaube ich, schon um 9. Die Nacht ist vorbei. Ein neuer Tag beginnt. Alles strömt. Stadt, Kind. Gegen 12. Vater und Sohn sind erleichtert. Ja, vor allem die, die alle nicht feiern waren gestern. Vielleicht war es doch, ne? Ich war zuerst zweifelnd und skeptisch. Und bei Petra? Sie wird immerzu gefragt, was LPG-Kuchen ist. Ich kenne es von früher aus Kindertagen, kenne ich nur unter LPG-Kuchen. Außerdem passt das so wunderbar zum Erntedenkmal. Ich habe das in der DDR nie gehört, dass es speziell einen LPG-Kuchen gab. Ja, und die Falafel, ja. Shawarma, ja. Hähnchenfleisch. Rami aus Jerusalem soll die Preise erhöhen, findet Ben. Das sind große, vollwertige Portionen. Und die sind jetzt hier mit 1,20 Euro rangegangen. Das können Sie durchaus hochschrauben. Also für so einen fantastischen Falafelspieß 1,20 und meine Bratwurst 2 Euro kostet, das steht nicht im Verhältnis. 1,20 Euro. Zum Zählen kommt heute keiner. Der Platz wird immer voller bis zum Abend. Bestimmt weit mehr als 1.300 Rostocker. Und nicht nur Studenten. Ich liebe sie. Hier ist von jung bis alt wirklich alles vertreten. Und scheinbar funktionieren auch andere Dinge als Bratwurst und Weihnachtsmarkt. Weil es eben kein Märchen ist. Bensel und Gretels. Ein großer Bruder und eine kleine Schwester. Ben und Gret aus Rostock.